Geil, guck mal. Jetzt sind wir wieder auf dem Fahrrad und der Malte, der hat uns verlassen. Er hat nur Zeit, ich glaube bis, was war das, Anfang Oktober? Ja. Der muss zurück nach Hamburg. Er fängt an zu studieren. Und ja, er muss ein bisschen schneller fahren. Sonst kann sein, dass er das nicht schafft und der ist jetzt davon gedüst. Ja, wir lassen uns weiterhin ordentlich Zeit, fahren weiter durch die endlosen Wälder Finnlands, durch die Rentierherden und ja, wir lassen uns jetzt richtig gut gehen und genießen jetzt noch ein bisschen die Fahrt bis zum Weihnachtsmann, das Weihnachtsmanndorf. Wie heißt das, Romina? Ich kann jetzt wieder sagen, ich blende euch das hier oben links jetzt ein. So. Und ja, und wenn wir dann an dem Weihnachtsmanndorf angekommen sind, dann werden wir bei den, was sind das, Elfen? Ja, diese kleinen Arbeiter da. Da werden wir uns Sachen fürs Fahrrad wünschen. Reifen, Bremsklötze. Die Romina sagt gerade, ich schreibe noch einen Wunschzettel. Auf jeden Fall so, dass das auch alles passend dann in Griechenland ankommt zu Weihnachten. Ja. Wir müssen heute wieder im Zelt frühstücken, aber eigentlich frühstücken wir so oft im Zelt, das ist schon normal. Es regnet wieder so stark und die ganze Nacht und den ganzen Tag und morgen und gestern und aber macht Spaß, wir haben alles trocken. Ja, wir packen jetzt zusammen und dann fahren wir weiter.
Ja, ich bin jetzt schon aus dem Zelt rausgekrabbelt. Die Romina ist noch da drin. Ich fange hier schon an, hier die Taschen zu packen und die Fahrräder neu zu sortieren. Ja, und wir fahren jetzt gleich weiter Richtung Weihnachtsmann. Der hat ja wohl seine, wie heißt das? Romy, wie heißt das? Die Weihnachtsmann-Village. Was sagst du? Ja, der wohnt da. Der ist auch wohl das ganze Jahr da, außer am 24. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Der muss ja irgendwann los. Und ja, wir haben da... Ich denke, heute schaffen wir es dahin, oder Romina? Also wir schaffen das... Das sind, glaube ich, 110... Hä? Ich soll woanders hingehen, weil Romina ist da gerade ein bisschen am Arbeiten. Am Laptop. Also ich gehe mal kurz woanders hin. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass wir zum Weihnachtsmann fahren. Das war es auch schon. Das hätte ich auch da vorne sagen können. Okay, bis gleich. So, wir sind jetzt ein Stück gefahren. Da vorne an diesem blauen Schild, da ging das so ein ganz kleiner Weg, ging in den Wald rein, da haben wir übernachtet. Und jetzt sind wir hier vorne über die Straße. Die Romina ist schon abgestiegen und wir füllen jetzt hier am Fluss, füllen wir unsere Wasserflaschen wieder auf. Ja, 100 Kilometer. Und das machen wir heute nicht mehr. Wir machen nur noch so 70. Dann müssten wir so, sagen wir, 17 Uhr müssten wir da haben. Und dann haben wir morgen früh noch 30. Das passt dann, weil... Oh! Boah, das war jetzt voller Windzug. Auf jeden Fall kommen wir dann vor den Reisebussen da an und können den Weihnachtsmann dann ein paar Minütchen für uns alleine haben. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Jetzt mal angehalten, weil hier vorne da ist eine Schlange. Ja, ich glaube, die ist tot. Die ist tot. Was ist denn das für eine Schlange? Kreuzotter. Kreuzotter? Ja, interessant. Die arme Schlange. Ja, das ist eine Kreuzotter. Die wurde wohl überfahren. Ja, leider konnten wir der kleinen Schlange nicht über die Straße helfen. Ja, wir lassen die jetzt einfach da liegen und fahren weiter. Wir fahren jetzt auf ein Stück Straße hier. Die Straße ist ultra breit. Das ist wohl eine Landebahn und eine Startbahn von Flugzeugen. Romy, wird die noch genutzt?
Also, die Romy hat gesagt, die wird genutzt, wenn mal Not ist. Ja, was auch immer das heißt. Die werden dann hier wohl absperren und dann kann man hier landen. Wahrscheinlich, wenn der amerikanische Präsident nach Finnland kommt. Sowas. Der kann dann hier landen und sich die Rentiere anschauen. Ja. Und wir fahren hier drauf Fahrrad. Ja, wir sind gerade von der Straße runtergefahren. Hier gibt es so einen kleinen Parkplatz und eine voll coole Brücke. Ja, hier an diesem Rastplatz hier kann man auch viel wandern gehen. Hier sind so ein paar Schilder, da kann man bis zu 20 Kilometer weit wandern gehen. So, ich bin jetzt über die Brücke gelaufen, bis zur Mitte. Oh, die wackelt richtig. Die gibt voll nach. Hängebrücke halt. Aus Holz. So, gucken wir mal runter. So, okay, hier unten, da steht die Romy. Und wir setzen uns jetzt hier unten auf die Steine. Und da machen wir Mittagspause. Ah, ich sehe gerade, die Romy holt die Stühle raus. Hallo, Romy! Ja, gibt jetzt, ich glaube, Erdnussbutter, ein bisschen Brot, Salzstangen haben wir, ein bisschen, ich glaube, Tomaten. Oh, ich weiß nicht. Wir essen jetzt Mittag und dann fahren wir weiter zum Weihnachtsmann. Da war gerade übrigens ein riesengroßes Schild. Das habe ich leider nicht aufgenommen, weil das war zugewachsen, aber das stand 15 Kilometer bis zum Weihnachtsmann. Ja, so haben wir es gleich geschafft. Was habe ich in deinem Bad? Frühstück? Oder Rentierfell? Ja, man merkt, man kommt dem Weihnachtsmann immer näher. Es sind unglaublich viele Autos unterwegs. Es ist gerade hier mal eine autofreie Pause, aber hier fahren die ganze Zeit so viele Autos. Das hatten wir das letzte Mal in Tromsø, vor gut 1000 Kilometern so viele Autos. Ja, ist schon seltsam, so viele Autos zu sehen. Also die ganzen Autos, das ist eigentlich die ganze Zeit, da kommen immer so Schübe und die halten noch immer weniger Abstand. Das ist halt, ja, das ist irgendeine Krankheit, ich weiß nicht. Aber sobald man zur Stadt näher rückt, fährt, wird der Abstand zum Radfahrer deutlich geringer. Oh, ja, aber ihr kennt das ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich schon auf die Stadt. Romy! Wo steckt die denn schon wieder? Da ist sie. Ja, wir sind hier von der Straße gerade runter. Da stand Husky und Rentierfarm. Das haben wir noch nicht gesehen. Das wollen wir uns mal angucken. Na, vielleicht ist hier was. Ja. Oh, ich höre schon die Huskies. Hörst du, Romy? Wie die jaulen? Also, wir sind die Straße jetzt bis zum Ende gefahren.
das hier scheint mir echt nur zum Verkauf zu sein. Das ist eine Riesenfläche, nur mit diesen, ich glaube Hundezwinger heißt das, wo die drin wohnen. Das ist nicht größer wie einen Huhnplatz hat bei uns in Deutschland, in einem Käfig. Ah ne, Käfighaltung gibt's ja gar nicht mehr, ne? Halt im Stall, also die haben nicht mehr Platz. Und das ist halt eine Riesenfläche. Und ich habe gedacht, die sind frei auf der Wiese, wie die Rentiere. Ja. Also, wir bezahlen dafür jetzt kein Geld, wir fahren wieder. Aber das ist nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Also dafür bezahlen wir nicht, um die Hunde da im Käfig zu sehen. Ja, das ist also so eine Hundezucht. Also, ja, begeistert sind wir nicht. Wussten wir auch nicht. Jetzt wissen wir das. Ja, die Romy, die zuckt nur mit den Schultern. Sprachlos. So, bin jetzt gerade da von dieser Husky-Farm runter. Und ja, man muss aber auch sagen, dass die Hunde hier, wenn die überhaupt Hunde haben, in diesen nordischen Ländern, das sind Nutztiere hier. Das ist also wie eine Kuh oder wie ein Schwein. Die sind nicht zum Kuscheln hier. Und ja, die werden halt dann so im Käfig gehalten und gezüchtet. Ja, auf jeden Fall, wir fahren weiter zum Weihnachtsmann. So, jetzt sind wir zum zweiten Mal am Polarkreis. Haben wir gleich geschafft. Hier ist sogar ein Schild dafür. Beim ersten Mal, da war gar keine Markierung oder so in Norwegen, wo wir lang gefahren sind. Jetzt sind wir gleich da. So. Links müssen wir. Santa Claus. So, jetzt haben wir es geschafft. Da oben steht Santa Claus. Cool. Wow, wir sind da! So, wir sind jetzt hier in diesem Centerdorf. Und ja, hier kann man allerhand unternehmen. Also alles, was man sich so im Polarkreis vorstellen kann, kann man hier machen. Elche habe ich gesehen, kann man hier gucken, Rentiere kann man gucken, Husky-Rennen kann man machen, Schneemobil fahren kann man. Also man kann hier ordentlich Geld ausgeben, also man kann hier schon seine Urlaubskasse gut entleeren. Wir wissen nicht, ob der Center kostenlos ist, also wir würden den ja gerne mal knuddeln. So, also das ist hier wie ein Freizeitpark. Super schön, super weihnachtlich. So, wir sind jetzt beim Center im Haus, nur der hat Angst, sich anzustecken, deswegen müssen wir die Maske aufziehen, weil ist ja blöd, wenn er sich erkältet mit diesem neuen Virus. Listen, listen.
Ja, hier waren schon allerhand berühmte Leute beim Weihnachtsmann. Und jetzt gibt es hier eine Schlange. Da muss man warten. Oh, oh. Wir waren jetzt gerade beim Weihnachtsmann. Und das ist unglaublich. Der wollte alles von uns wissen. Der war total überrascht. So eine Geschichte hat er noch nie gehört, was wir hier machen. Und ja, wir saßen da ungefähr 15 Minuten bei dem. Und der wollte alles wissen. Und ja, gewünscht habe ich mir neue Bremsklötze und Reifen. Und da hat er gefragt, warum? Da habe ich gesagt, ja, weil er ja abgefahren ist bis Weihnachten. Und das hat er gesagt, ja, das ist möglich, das macht er. Und ja, die Romy, die hat sich das Gleiche gewünscht. Wollten nicht so aufdringlich sein. Und dann haben die Fotos gemacht. Und die Fotos kosten digital 40 Euro. Und das ist das einfach, das haben wir nicht gemacht. Weil das bleibt jetzt einfach in der Erinnerung. Ja, hier war gerade eine ultra freundliche Familie. Die läuft da hinten. Die gucken wahrscheinlich jetzt dieses Video an und denken, ey, das sind wir! Der hat unser Video aufgenommen! Die haben uns Mittagessen ausgegeben. Nochmal vielen Dank dafür. Da müssen wir nur gucken, wo wir das jetzt essen. So, wir haben uns das jetzt so ein bisschen angeguckt. Ist sehr schön, macht Spaß. Und jetzt habe ich hier dieses Schild gesehen. Pizza-Buffet. Das ist jetzt nur bis 15 Uhr. Wir haben 10 vor 2. Und wir sind gerade Rad gefahren. Da schlagen wir uns jetzt den Magen voll. Mhm. Ja, wir sind hier Pizza essen im Centerhaus. Das kostet 11 Euro. Und hier kann man Pizza und Burger essen, so viel man will. Und Getränke auch. Ja, nochmal danke für das Essen, für die Pizza. Vielen Dank. Wir essen jetzt und dann fahren wir weiter. Hier gibt es wohl ein Lidl, da gehen wir einkaufen. Wir haben hier so einen Wegweiser gefunden. Und da steht bis Athen 3206 Kilometer. Da wollen wir hin. Und ja, jetzt gleich endet auch schon das Video. Jetzt kommen noch ein paar Weihnachtsgrüße von den Elfen. Jo, wir sind die Weihnachtselfen. Du bist der Weihnachtsmann. Ach ja, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, also wir gehen nicht mehr einkaufen. Wir bleiben hier im Weihnachtsdorf. Und wir haben einen Job beim Weihnachtsmann angenommen. Wir packen nämlich bis Ende des Jahres für den Weihnachtsmann Geschenke ein. Ja, für mich. Und nach Weihnachten fahren wir dann weiter mit dem Fahrrad. Also, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Er ist direkt hier. Neben uns. Psch. Er sieht uns nicht, weil wir uns nicht bewegen. Thank you.